ich kann absolut überhaupt nicht segeln, aber ich lebe jetzt seit 2 Monaten hier. Und man lernt so einiges. Man muss mit einigen zurechtkommen. Zum Beispiel damit, dass alles schimmelt durch Salzwasser. Wirklich alles. Das ist meine Kajüte. Als ich hier ankam, war der Raum komplett, die ganzen Wände, mit einer fetten Schicht Schimmel überzogen. Ist alles nur oberflächlich, aber da hier seit Ewigkeiten niemand mehr drin war, bevor ich kam, war es super ekelhaft. Das heißt, meine erste Amtshandlung auf dem Boot war, die Wände komplett mit Essig abschrubben und diesen ganzen, die ganze Schimmelschicht darunter zu reiben. Ganz schön ekelhaft. Und meine Matratze, die aus Schaumstoff ist, ist auch komplett durchgeschimmelt. Wie man sieht. Oh, es riecht auch, boah, ist eklig. Zwar haben Kim und ich versucht, die einmal zu waschen und auszulüften und bla, es wurde auch alles besser, weil davor hat der ganze Raum gestunken. Aber nicht so die besten Voraussetzungen. Und eigentlich habe ich auch ein Bad, aber das ist kaputt. Naja, wir scheißen alle draußen. Dass man Wasser sparen muss, sich nicht so oft duschen kann, wie man vielleicht manchmal gerne möchte. Obwohl man von der Sonne gebritzelt wird und schwitzt wie Scheiße. Ja, und noch viele andere Sachen, die ich euch demnächst irgendwie zeigen werde oder so. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau. Ich auch nicht, sag mal. Nö, probieren jetzt überstudieren. Und ja, wenn ihr das auch wollt, wenn ihr wirklich segeln wollt, wenn ihr diesen Traum habt, ich fand schon immer das Meer geil und so und ich habe aber gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es gar nicht so schwer ist, irgendwie auf ein Segelboot zu kommen, selbst wenn du keine Ahnung von Segeln hast. Aber ja, es ist gar nicht so schwer. Es gibt diverse Plattformen im Internet. Die größte ist, glaube ich, Finding Crew. Darüber ist auch Kim auf dieses Boot gekommen. Ich bin dann nur Kim hinterher geflogen. Erzähl da mal. Ja, ist ganz einfach. Du machst dein Profil. Und dann kannst du aussuchen, wie weit entfernt die sein sollen, von wo aus du ablegen möchtest, um welche Jahreszeit du ablegen kannst, in welchen Monaten du Zeit hast. Das ist ganz leicht, dann eben Leute zu finden, bei denen die höchste Interessen beschneiden. Wie bei Tinder, nur für Boote. Alles Schnaps! Das ist unser Captain, James. Ich bin nach Panama geflogen, hab dann da eine Nacht verbracht und bin von dort mit dem Bus auf die karibische Seite gefahren. Und da bin ich dann an Bord gegangen. Und so fing das Ganze an. Und jetzt meine ersten Eindrücke. Und dann, ja. Mal sehen, ne? Mal sehen, ja. Ne? All right, Lucy. Yes. As your first outing from the boat, the newest crew on the boat. That's me. Where are we going? We are getting some fruit, some vegetable, I think. I will see how this is working here. I don't know. Not tying lessons. Okay, Lucy, what are you gonna get? You're boring. Hey, call me back when you get this. Or when you got a minute. Okay, now listen, number one rule on this boat, do not fall off the boat. If you fall off, at night you're as good as dead. There's no way we're going to find you, and during the day it's hard. Especially with big seas like this, so do not fall off. I don't care what you're doing, drop your fucking camera. Don't fall off the boat. All right. We really need to talk. This is
your first sailing experience out to sea. What do you think? Great. I fucking love it. It's so awesome. It's like a dream or something. Awesome. That's awesome. You know what? Maybe just forget it. Cause by the time you get this, your number might be lost. Stay and blah blah blah. You just want what you can have. Das ist mein eigentlicher Schlafplatz, weil ich nicht so Bock habe auf meine verschimmelte Kajüte. Und unter freiem Himmel zu schlafen ist sowieso viel geiler. Ich schlafe zwar selten durch wegen Insekten, Wellen, anderen Geräuschen wie Affengeschrei oder wenn wir fast von einem Schiff gerammt werden. Oh, that was a rude awakening. Look, we almost hit that boat. It's like 4 o'clock in the morning right now and there's a cruise ship coming in here. And they told us we're too close to the channel. Even though I was way outside of the channel, I'm probably 50 meters outside of the channel. We just moved over like 25 meters. I think they just wanted to wake us up. That thing is big, huh? No way. I'll call the cops. And if you don't stop, I'll call your dad. And I hate to do this to you on your birthday. Happy birthday, by the way. It's not you, it's me, and all that other bullshit. Some sort. Shit, what is it? That's a big fucking fish, dude. What you doing, James? Making some sushi. And so we're practicing throwing a lance right now outside. I mean, James is showing the girls and he loves it. He loves torturing them. Do it again, do it again. No crying in football, which doesn't make any sense. But yeah, he loves it. I'm gonna show you the situation outside now. Ja. Jo, Leute. Danke.